Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt-Video auf dem Kanal. Heute mit Railway Empire 2. Wir befinden uns im frühen 19. Jahrhundert und versuchen unsere eigene Eisenbahngesellschaft florieren zu lassen, indem wir ganz viele Gleise verlegen und Güter von A nach B verschieben. Das Spiel ist von Gaming Minds Studios entwickelt worden. Die haben mir freundlicherweise auch einen kostenlosen Key zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Und wir gucken uns heute mal in einer Stunde an, was denn das Spiel so zu bieten hat. Es gibt auch ein Tutorial, das schon einige Themen behandelt. Ich denke mal, wir werden nicht alle Themen jetzt durchgehen, aber so vielleicht die ersten drei oder vier werden wir uns mal anschauen, je nachdem, wie lange diese dann auch dauern, damit wir auch noch ein bisschen was vom regulären Spiel zu sehen bekommen. Gut, dann legen wir gleich mal los und starten mit dem Tutorial, und zwar dem Grundlagen. In diesem kurzen Tutorial lernst du die Grundlagen der Bedienung kennen, außerdem lernst du, welche Bedeutung die Eisenbahn für Städte und ländliche Betriebe hat und wie du deine erste Zuglinie errichtest. Oh, wenn alle Tutorials abgeschlossen wurden, gibt es eine spezielle Zugmaschine, offenbar. Reindeer 440, ich habe keine Ahnung, ich bin absoluter Laie bei Zügen. Aber seit Transport Fever 2 kann ich mich auch schon sehr für dieses Thema begeistern. Sei gegrüßt. Und ich hoffe, das ist hier dann genauso. Ich habe dich schon erwartet. Ich bin Laurenz van der Zwaag und möchte dir helfen, dich in der Welt der Eisenbahn zurechtzufinden. Von mir erfährst du alles, was du für den Aufbau eines erfolgreichen Transportunternehmens wissen musst. Laurenz van der Zwaag. Guckt euch mal die Krawatte an. Eine goldene Krawatte, der muss unheimlich wichtig sein, der Kollege. Möchtest du mit den Transporten von Passagieren, Post und Fracht Geld verdienen, musst du natürlich verstehen, wo der Bedarf für neue Eisenbahnstrecken am größten ist. Das ist beispielsweise dort, wo Güter produziert werden. Ja. Sieh dir dazu die Karte an. Bewege die Karte mal in alle Richtungen und ändere die Zoom-Stufe. Okay, also WASD sollte relativ selbsterklärend sein. Rein und rauszoomen. Drehe die Kamera mal in alle Richtungen. Kamera drehen, auch kein Problem. Nun schau dir mal die Gegend um die beiden Städte San Francisco und Sacramento genauer an. Okay, San Francisco, wir zoomen mal rein in diese noch relativ kleine Stadt. Ist ja eher so ein Dorf jetzt hier, aber wir sind ja auch noch im Jahre 1830. Und Sacramento hier oben. Genau das gleiche. Muss ich hier irgendwas Besonderes anschauen? Nee, wir müssen einfach nur X drücken. Entscheidend für das Transportgeschäft sind Städte und Landbetriebe. Städte erzeugen Fabrikwaren, Post und Reisende. Für diese Güter besteht ein Transportbedarf zu anderen Städten. Die Betriebe auf dem Land erzeugen Grundwaren und Rohstoffe, die ebenfalls von den Städten benötigt werden. Solange keine Eisenbahnlinien existieren, müssen alle Güter auf einfachen Landstraßen transportiert werden. Doch diese Transporte überbrücken keine großen Entfernungen, sind mühsam und langsam. Das Transportvolumen ist daher nicht sehr hoch. Kein Problem. Oh, da ist jetzt eine Linie eingezeichnet. Durch die Eisenbahn können die alten Transportwege ersetzt werden. Außerdem können Städte und Betriebe, die bisher zu weit voneinander entfernt waren, miteinander verbunden werden. Die bessere Warenversorgung lässt die Städte wachsen. Auch die Betriebe auf dem Land wachsen, da sie mehr Waren absetzen können. Schau dir mal Sacramento genauer an. Unter dem Namen wird die Größe der Stadt angezeigt. Bewege mal den Fokus auf die Stadt, dann siehst du, was sie derzeit für den Export an andere Städte produziert. In Sacramento entstehen täglich Reisende, Post- und Exportwaren. Einiges davon ist für San Francisco vorgesehen. San Francisco hat wiederum Güter für Sacramento. Du sollst jetzt eine Bahnverbindung zwischen den beiden Städten errichten, um diese Transporte übernehmen zu können. Also Sacramento hat eine Größe von 2 und exportiert Fleisch, wenn ich das richtig sehe. San Francisco hier unten hat auch eine Größe von 2 und exportiert Kleidung, denke ich mal. Errichte zunächst einen Bahnhof in Sacramento. Öffne den Gebäudebau, um ihn auszuwählen, und bewege ihn dann auf eine gültige Position innerhalb des Stadtgebietes von Sacramento. Drehe ihn am besten so, dass die Gleise nach San Francisco zeigen. Sind hier schon Gleise? Das sind ja ganz normale Wege, ne? Das hier. Ja. Das heißt, unser zukünftiger Zug wird wahrscheinlich irgendwo hier runter und dann hier reinfahren.
vorbei an diesem Berg. Also, dann gucken wir mal. Gebäudebau. Bahnhof. Und der muss jetzt innerhalb hier dieser Stadtgrenzen platziert werden. Kann ich da einfach über die... Kann ich den da einfach über diese Häuser drüber bauen? Ich würde das ja fast ein bisschen linksbündig machen. Also quasi irgendwo hierher. Wenn das geht, so. Übrigens lässt sich jeder Bahnhof, okay, da müssen alle umziehen dann quasi, ne? Zusatzgebäuden und 7 Gleisen erweitern. Bestimmte Gebäude wie Fabriken können dem Ausbau der Gleise allerdings entgegenstehen. Baue den Bahnhof daher nicht zu nah an diesen Gebäuden. Habe ich jetzt den Bahnhof? Ah, der Bahnhof ist platziert. Aber er hat jetzt nur ein Gleis anstatt den 7, die jetzt hier so angezeigt werden in der Vorschau. Nun errichte den zweiten Bahnhof in San Francisco. Okay, zweiter Bahnhof. Lege den Bahnhof auf eine gültige Position innerhalb des Stadtgebiets und drehe ihn am besten so, dass die Gleise nach Südosten zeigen, damit du im nächsten Schritt gut um die Bucht herumkommst. Im Südosten. Okay, wir müssen quasi das so platzieren. So riesig alles. Sehr gut. Und nun errichte eine Gleisverbindung zwischen den beiden Städten. Öffne dazu den Modus Gleisbau und wähle nacheinander bei beiden Bahnhöfen das erste Bahnhofsgleis an. Die Bahnhöfe werden dann verbunden und die gesamte Strecke wird dir als Vorschau angezeigt, die du noch modifizieren kannst. Okay, also, wir können unser erstes Gleis wählen hier vorne. Und jetzt muss ich einfach das hier oben wählen und der macht die Strecke allein. So. Das Vorschaugleis folgt dem kürzesten Weg. Ah, okay. Dieser ist aber nicht immer möglich und oft nicht die günstigste Lösung. Ah, guck. Vor allem Tunnel und Brücken können sehr teuer sein. In der Übersicht kannst du sehen, wie sich die Gleisbaukosten zusammensetzen. Also, Kosten 534.000. Ich meine, wir haben ganz schön viel Geld auf der hohen Kante. Aber das kann man bestimmt noch optimieren. 534.000 kostet das. Und ich sehe da schon Optimierungsmöglichkeiten. Hier vorne zum Beispiel die Brücke unten und hier der Tunnel noch. Den kann man bestimmt umgehen dann. Um den Verlauf eines vorgeschlagenen Gleises zu verändern, kannst du Gleispunkte einfügen und diese dann verschieben. Setze nun einmal einen solchen Gleispunkt, indem du das Gleis anwählst. Okay, kann ich den auch hier unten setzen? Optimiere nun die Kosten der Strecke mit der Hilfe von Gleispunkten. Achte darauf, dass sich Länge, Steigungen sowie enge Kurven negativ auf die Reisezeit deiner Züge auswirken werden. Bestätige dann den Bau. Such mal hier ein bisschen um die Ecke zu fahren. Hätte vielleicht nicht... Hätte das so einen Tunnel brauchen hier vorne? Ah, guck! 108.000 jetzt nur noch, das ist ja geschenkt! Hier vorne noch die Brücke weg. Die Brücke muss weg. Wobei. Aber schön zum Angucken. Die Musik ist sehr laut. Also ich habe das Gefühl, hier vorne kommen wir um eine Brücke nicht herum. Es sei denn, man kann da noch irgendwie ein bisschen nah. Nee, da wird es wieder sehr teuer jetzt. Kann man denn die Sachen auch wieder löschen? Diesen Abschnitt wieder löschen? Gleispunkt entfernen mit Shift. So. Dann lassen wir das mal so. 108.000, damit bin ich sehr zufrieden. So müssen die Steuergelder verwendet werden. Es sind natürlich keine Steuergelder. Es ist ja unser eigenes Geld, aber wir holen uns das natürlich vom Finanzamt wieder. Was sollen wir machen? Und jetzt bauen quasi. Ne? Sehr gut. So, sehr gut, sagt er. Und kann sofort verwendet werden. Okay, die muss auch nicht gebaut werden, die ist sofort da. Sieh gerade, wir haben hier einen unglaublichen Hügel hier oben. Okay, na gut, das wird eine Sehenswürdigkeit hier vorne. Und wir haben hier irgendeine Straße durchbrochen, wo jetzt niemand mehr durchfahren kann. Aber hey, uns egal, Hauptsache wir machen die Kohle. Nun richte eine Zuglinie ein. Okay, neue Zuglinie. Füge nun deine neuen Bahnhöfe der Zuglinie hinzu, indem du sie nacheinander anwählst. Okay, wir wählen hier oben den Bahnhof. Wenn die Zuglinie 2 Stationen hat. Nummer 1. Ah, hier oben. Sacramento.
Passagiere, Postsäcke und Fleisch. Und hier unten. Nun weise der Zuglinie den Passagiere, Postsäcke und Stoff, den alle Züge verwenden sollen. Im Moment hast du nur eine Lokomotive zur Auswahl. Nun lege fest, wie viele Züge auf der Zuglinie fahren sollen. Für den Anfang genügt ein Zug. Die Anzeige sagt dir, wie viele Züge derzeit aktiv sind und wie viele du angefordert hast. Für jeden das hier Zug ist unsere, musst du unsere die Lokomotive Kosten für die hier? Anschaffung der Lokomotive bezahlen. Bestätige nun diese Kosten. Das hier ist unsere Lokomotive, der Grashüpfer. Was ist das denn hier? Muss die noch geschoben werden? Was ist das denn hier? Meine Güte. Erscheinungsjahr 1829, okay. Eignung gemischt, wahrscheinlich für alles, für Ressourcen und oder für Fleisch oder Waren und auch dann Post oder Passagiere. 28.000 Gold, Geschwindigkeit 24 km/h, da kannst du aber fast daneben herrennen. Zugleistung 15%, aha. Zuverlässigkeit aber sehr gut, 132. Wunderbar. Wir bestätigen das mal. Fantastisch! Die Zuglinie wird nun sofort eingesetzt und ist bald schon unterwegs. Ist der schon da irgendwo? Schließe nun den Bearbeiten-Modus, um dir die Zuglinie in Aktion anzusehen. Zoome mal an den Zug heran und beobachte, wie er beladen wird. Der Zug lädt Waren, Passagiere und Post ein, die für die andere Stadt bestimmt sind. Warten wir mal ab, bis der Zug die andere Stadt erreicht. Übrigens kannst du die Spielgeschwindigkeit jederzeit erhöhen. Außerdem läuft das Spiel schneller, wenn du rauszoomst. Wenn man rauszoomt, läuft das Spiel schneller? Okay. Also wir müssen gar keine Waggons kaufen, seht ihr das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Waggons. Und ein Waggon mit Passagieren. Die BASD-Tasten sind noch etwas sensibel, habe ich das Gefühl. Das ist ja eine Maschine hier, meine Güte. Es ist so laut. Es ist so laut, aber das gehört dazu zur Lokomotive. Die muss laut sein. Also, der fährt jetzt runter. Und ich musste jetzt gar nichts einstellen, was der überhaupt transportieren soll. Der holt sich einfach alles selber. Sieht fast so aus. Wir machen mal ein bisschen schneller. Auch so, zwei Geschwindigkeiten. Jetzt ist es wieder langsam. Und jetzt müsste es das super schnell sein. Weil wir ganz rauszoomen hier. Dann warten wir mal ab, bis die hier ankommen. Mit ihren 19 km/h. Muss man wahrscheinlich dann auch ein bisschen aufpassen. Steigungen und so natürlich vermeiden. So, da ist sie. Man kann ja bestimmt auch mitfahren. Aber aktuell kann ich da noch nichts auswählen. Oh, jetzt ist es schwierig. Oh, das muss aber nochmal angepasst werden. Mit 2 km/h fährt der hier hoch. Uiuiuiui. Kann ich denn das Gleis nochmal anpassen, liebes Tutorial? Das ist ja mega traurig hier. Der fährt ja gleich mal wieder rückwärts. Uiuiui, dafür wird es jetzt aber umso schneller, wenn er bergab fährt. Das große Finale, wie bei der Achterbahn. Gerade so noch. Heieieiei. Weiß auch nicht, wieso er da jetzt so eine Erhöhung reingesetzt hat, aber gut. Da muss der Bauplaner irgendwas falsch gemacht haben. So, jetzt aber. Jetzt kommt er an in San Francisco. Zum ersten Mal und es wird alles ausgeladen. Passagiere und Fleisch. Und wird entladen. Die Zahlen, die über dem Zug so aufsteigen, laut. Sind die Transporterlöse. Dies ist die wichtigste Einnahmequelle für dein Unternehmen. Allerdings erzeugt jeder Zug auch Kosten für Personal und Wartung. Doch dazu später mehr. Beobachte das Ganze ruhig noch ein wenig. Dann endet 17.000 hat uns das gebracht. Ach, das war das ganze Tutorial jetzt schon? Es ging ja schnell. Okay, und jetzt wird hier Stoff eingeladen. Okay. Ah, hier, kann man hier mitfahren? Kann ich denn auf die andere Seite wechseln? Was macht er denn mit WASD hier? Das ist ja seltsam.
Okay, ich kann nicht anders steuern, aber okay. So, da vorne kommt die Steigung. Die schauen wir uns noch an. Und dann endet das Tutorial hier. Wenn ich A drücke, dann geht er nach links. Wenn ich S drücke, geht er nach links. Man kann hier so bestimmte Positionen einnehmen. Ich kann jetzt aber nicht nach rechts gehen. Das ist ein bisschen... Also ich kann die Kamera nicht frei belegen quasi. Ach, guckt euch an hier unten. Die Tierchen. Meine Güte. Ist das schön. Wo geht der Pfeil hin? Und die Leute sind motiviert bei der Arbeit. Wir können auch noch hupen. Achtung, und jetzt geht's bergab dann. Alle Hände in die Höhe. Und ganz laut schreien. Ich konzentriere mich, man sieht da schon, auf die wichtigen Sachen im Spiel. Juhu, 5 km/h, 6 km/h schon. Wow. Wir haben hier wahnsinnige Geschwindigkeit. 8, 9 km/h, 10. Jetzt geht's bergab. Guckt euch das an. Wahnsinnige Geschwindigkeit. Wunderbar. So, genug der Flachserei. Wir beenden das Tutorial. Erweiterter Gleisbau ist das nächste. Es geht ja relativ fix mit den Tutorials, wenn die alle jetzt so kurz sind. Hallo. In dieser Lektion möchte ich dir einige zusätzliche Informationen zum Gleisbau geben. Die Grundlagen kennst du ja schon. Ja, danke schön. Doch ich habe noch ein paar wichtige Tipps. Das ist super. Betrachte zunächst den Viehbetrieb mit der Straßenverbindung nach Sacramento. Die Straße sagt uns, dass der Betrieb Güter an die Stadt liefern kann. In diesem Fall Vieh an die Fleischindustrie. Doch der Transport über Straßen ist langsam und begrenzt. Sacramento könnte mehr Fleisch produzieren, wenn die Stadt mehr Vieh erhalten würde. Okay, also wir gucken mal ganz kurz. Das ist jetzt nicht die gleiche Karte, die wir gerade hatten, sondern das ist halt jetzt das neue Tutorial. Das heißt, die haben ein bisschen intelligenter gebaut, ohne Erhöhung. Aber dafür mit ganz vielen Brücken hier. Hat bestimmt viel mehr gekostet. So, also hier unten ein Viehbetrieb, der muss dann das Vieh hier hochbringen und hier oben kann dann mehr Fleisch verarbeitet werden. Daher sollst du nun eine Bahnverbindung zwischen dem Viehbetrieb und Sacramento einrichten. Damit ein Landbetrieb einen Bahnhof nutzen kann, muss der Bahnhof in der Nähe errichtet werden. Dies wird dir mit Hilfe einer Linie vom Betrieb zum Bahnhof angezeigt. Okay, also Gebäudebau, Bahnhof, so wie vorhin auch schon, ne? So, ah, sehr schön. Das heißt, da können wir ja das Ganze dann in die Mitte platzieren. Damit man vielleicht später auch noch Wolle hochbringen kann. Ja. Sehr gut. Und nun errichte eine Strecke zwischen dem neuen Bahnhof und dem Bahnhof in Sacramento. Nutze in Sacramento aber nicht die beiden ersten Bahnhofsgleise, denn die benötigen wir noch für die Verbindung nach San Francisco. Okay, wir nehmen mal das letzte. Schön. Doch bevor du die Strecke errichtest, möchte ich dir erläutern, wie du die Höhe eines Gleises beeinflussen kannst. Der hat das erste Tutorial von mir gesehen. Auf der Strecke ein und verändere seine Höhe. Die Bedienung dazu wird dir unten am Bildschirmrand angezeigt, sobald du den Fokus über den Gleispunkt bewegst. Ja, hier vorne sieht man schon, ne? So, und jetzt Höhenlinien anzeigen, sehr schön. Gleispunkthöhe ändern mit Shift. Mit der Höhe eines Gleispunkts kannst du Tunnel, Brücken und Steigungen beeinflussen. Okay. Optimiere das Gleis nun so, dass 1%. Keine Tunnel oder Brücken benötigt werden und das Gleis eine Länge von weniger als 250 Kilometern, 160 Meilen hat. Dann bestätige den Gleisbau. 83 Kilometer ist okay. Frage ist, wo hat er jetzt zum Beispiel diese Steigung hier? Müsste man ja irgendwo sehen, wo es dann wieder hochgeht. Wahrscheinlich von hier irgendwo. Aber 1% ist ja 0% eigentlich. Was ich mich jetzt wundere, ist dieses Gleis jetzt schon gebaut? Hat der hier alle Gleise schon gebaut? Sieht fast so aus. Ist ja vollkommen übertrieben, oder? Dass man hier so viele Gleise gleich mal reinsetzt am Anfang. So, wir bauen das mal. Und hier auch, ne? Hier sind auch so viele.
Ausgezeichnet. Nun richte eine Zuglinie zwischen dem Viehbetrieb und Sacramento ein. Erstelle dazu eine neue Zuglinie mit den beiden Bahnhöfen, wähle eine Lokomotive und einen Zug und bestätige die Kosten. Also hier hat er jetzt schon alles. Da hat er jetzt die komplette... Das kann jetzt daran liegen, dass ich das letzte Gleis gewählt habe. Wenn ich wahrscheinlich das zweite oder dritte gewählt hätte, dann werden die anderen wahrscheinlich gar nicht angebaut. Also man muss hier sich offenbar gar nicht selbst darum kümmern, wie viele Gleise dann letztendlich da sind. Es gibt ein Maximum, was so ein Bahnhof haben kann. Und je nachdem, wo du dann die Schienen anschließt, so wird dann der Bahnhof auch dargestellt. Also erstelle eine neue Zuglinie mit beiden Bahnhöfen. Und zwar einmal von hier unten bis hier hoch. Sieht alles so relativ simpel auch, ne? Dann Lokomotive, wieder unseren Grashüpfer natürlich. Und bestätigen. Beladung ist automatisch. Das wäre geschafft. Die Zuglinie kann ihren Dienst aufnehmen. Doch angenommen, der Bedarf an Vieh wird so groß, dass ein Zug auf dieser Linie nicht ausreicht. Dann müsstest du einen weiteren Zug einsetzen. Das geht derzeit aber nicht, denn die Strecke bietet keine Ausweichmöglichkeiten für mehrere Züge. Verständlich. Heißt, wir brauchen ein Ausweichgleis. Daher sollst du nun ein Ausweichgleis errichten und Fahrtrichtungen festlegen, damit zwischen dem Viehbetrieb und Sacramento mehrere Züge operieren können. Kein Problem. Öffne dazu wieder den Gleisbaumodus. Wähle nun das Gleis an der markierten Position an, um eine Weiche einzufügen. Jetzt wird es knifflig. Du sollst das neue Gleis als Parallelgleis an das bestehende anlegen. Parallelgleise sind nämlich viel billiger und bieten dir viele Vorteile. Bewege dazu deinen Cursor auf die markierte Position und achte darauf, dass am Cursor das Symbol für das Parallelgleis erscheint. Dann bestätige die Position. Sehr gut. Nun wird das Gleis als paralleles Gleis weitergebaut. Wähle nun die letzte Position für dein Ausweichgleis in der Nähe des Viehbetriebs an. Du wirst dir das an, wie schnell das geht hier. Das komplette Gleis mit zwei Weichen sehen. Dann bestätige den Bau und bezahle dieses Gleis. Nun musst du den beiden Parallelgleisen Fahrtrichtungen vorgeben, denn sonst wählen deine Züge immer den kürzesten Weg und nutzen nicht das Ausweichgleis. Kein Problem. Öffne nun den Richtungsmodus und wähle beide Gleise mehrfach an, sodass sie unterschiedliche Richtungen bekommen. Sehr gut. Nun können deine Züge auf dem einen Weg hin und auf dem anderen zurückfahren. Zoome doch mal ganz nah an eine der neuen Weichen heran und wirf einen Blick auf die Signale, die durch die Weichen und die Fahrtrichtung automatisch entstanden sind. Diese Signale legen Fahrtrichtungen fest und teilen den Zügen mit, wo sie halten sollen, wenn der vor ihnen liegende Gleisabschnitt bereits besetzt oder reserviert ist. Selbst diese Haltesignale muss man nicht mehr selbst machen. Was ist denn da los? Okay. Das musst du halt im Transport Fever musst du das alles selbst machen, ne? Doch im Moment brauchst du auf dieser Strecke keinen zweiten Zug, denn deine Zuglinie kann jetzt schon viel mehr Vieh transportieren als die bisherige Landstraße. Dadurch kann die Fleischindustrie in Sacramento mehr Fleisch produzieren, wovon auch deine Zuglinie nach San Francisco profitiert. Diese Zugverbindung wollen wir uns jetzt mal genauer ansehen. Sieht schon echt sehr hübsch aus hier, das gefällt mir. Öffne einmal den Stadtdialog von Sacramento, indem du das Stadtgebiet von Sacramento anwählst. Du kannst alles anwählen, nur keine besonderen Gebäude. Hier werden wichtige Informationen zur Stadt angezeigt. Ganz oben werden die Einwohner der Stadt angezeigt. Darunter steht, wie viele Waggons mit Waren die Einwohner und die Industrien in der Stadt verbrauchen könnten und wie gut dieser Bedarf aktuell gedeckt ist. Das heißt, 58% an Waggons. Das ist ja eigentlich zu wenig dann, oder? Außerdem wird angezeigt, wie hoch derzeit die Zugnutzung bei Fracht, Passagieren und Post ist. Darunter wird angezeigt, wie viele Passagiere und wie viel Post derzeit auf einen Transport warten und wie viel pro Woche dazukommt. Dabei ist wichtig zu wissen, diese Expressgüter warten nicht ewig. Beispielsweise werden Reisende nach einigen Tagen Wartezeit nach und nach ihre Reise aufgeben
oder sich nach einem anderen Transportweg umsehen. Okay, das heißt, man müsste auch hier dann dafür sorgen, dass man mehr Züge oder Transportmöglichkeiten platziert, damit die alle abgedeckt werden. Für Post gilt das Gleiche. Wenn du also möglichst viele Expressgüter nach San Francisco transportieren möchtest, so sollte alle 5 bis 10 Tage ein Zug in Sacramento abfahren. Deine bisherige Zuglinie hat aber nur einen Zug und erreicht Sacramento nur alle 15 bis 20 Tage. Du musst also einen weiteren Zug einsetzen. Okay. Doch auch diese Strecke bietet keine Ausweichmöglichkeiten für mehrere Züge. Das sollst du nun ändern, diesmal aber mit einer anderen Methode als vorhin. Und das betrifft jetzt hier oben bei Passagiere und Postsäcke offenbar eben nur die eine Strecke nach San Francisco. Frage ist, wie sieht's aus, wenn man dann auch noch eine zweite Strecke dranhängt und von Sacramento irgendwie, keine Ahnung, hier ins Hinterland? Woher weiß ich denn dann, wer hier worauf wartet? Ob das überhaupt so detailliert simuliert wird? Keine Ahnung. Na gut, wir machen mal weiter. Das sollst du nun ändern in einer Methode als vorher. Okay. Öffne dazu den Gleisbaumodus und errichte eine Strecke von Gleis 2 in Sacramento bis Gleis 2 in San Francisco. Du wirst sehen, dass dieses Gleis automatisch als Parallelgleis geplant wird und daher sehr günstig ist. Sehr schön. Ha, teurer aber wie unser anderes Gleis hier, das wir beim ersten Tutorial gebaut haben. Zwei parallele Gleise helfen aber noch nicht. Wir müssen sie noch miteinander verbinden. Hierfür gibt es eine sehr praktische Methode. Der Weichenkopf. Mit ihm kannst du parallele Gleise vor Bahnhöfen miteinander verbinden. Wähle den Weichenkopf an und errichte einen Weichenkopf vor Sacramento und San Francisco. Das ist toll. Das ist ja immer so eine Sisyphus-Arbeit im Transportfieber. Das ist ja toll. Einmal hier und einmal hier unten. Die haben schon sehr schöne Bequemlichkeitsfeatures hier drin, das gefällt mir. Bestens. Nun lege für die beiden Parallelgleise unterschiedliche Richtungen fest, damit die Züge sich ausweichen können. Wähle wieder den Modus Gleisrichtung an und lege für die beiden Gleise unterschiedliche Richtungen fest, indem du die Gleisabschnitte anwählst. Ausgezeichnet! Durch das Setzen von Fahrtrichtungen wurden auch hier wieder alle Signale automatisch erstellt. Jetzt ist deine Strecke auch bereit für weitere Züge. Schließe den Gleisbaumodus und wähle die Zuglinie von Sacramento nach San Francisco an. Das kannst du auf verschiedene Weise machen. Zum einen kannst du einfach den Zug anwählen, der zwischen den beiden Städten unterwegs ist. Mach das mal. Du kannst alle deine Zuglinien auch einfach durchschalten. Versuche das auch mal. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Wähle einmal ein Gleis zwischen San Francisco und Sacramento an. Dann öffnet sich nämlich links eine Liste aller Zuglinien, die dieses Gleis verwenden. Über diese Liste kannst du die gewünschte Zuglinie auch einfach anwählen. Nun wähle Bearbeiten der Zuglinie aus und erhöhe die Anzahl der Züge auf 2. Die Kosten, die dabei entstehen, sind für die Lokomotive, die neu gekauft werden muss. Die Waggons kosten dich glücklicherweise nichts. Bestätige die Kosten, damit der zweite Zug angeschafft werden kann und schließe dann den Modus. Perfekt! Schau dir doch mal genau den Bahnhof und den Weichenkopf in Sacramento an. Der neue Zug kann sofort entstehen. Denn dank des Weichenkopfes stehen der Zuglinie beide Gleise zur Verfügung. Der Weichenkopf ist nämlich mehr als nur eine Kreuzweiche. Während ein Zug bei einer Kreuzweiche immer den kürzesten Weg wählt, werden am Weichenkopf freie Gleise am Bahnhof bevorzugt. Du kannst Weichenköpfe an allen parallelen Gleisen vor einem Bahnhof platzieren, wenn genügend Platz zur Verfügung steht. Denn je mehr Gleise verbunden werden sollen, desto länger ist der Weichenkopf. Da ein Weichenkopf immer nur von einem Zug befahren werden kann, würde ich dir nicht empfehlen, mehr als 4 parallele Gleise zu verbinden. Warten wir nun auf den Zug. Aber mehr wie 4 geht ja eh nicht, weil man hier quasi diese 8 Gleise hat. So, ist jetzt hier, wo ist der zweite Zug? Ist der hier drin? Dauert das noch ein bisschen? Oder kommt der
hier hoch. Ich glaube, der wartet jetzt, bis quasi der eine Zug in San Francisco ankommt, oder? Und dann wird der hier oben entlassen. Und hier kommt ein bisschen Fleisch. Kann ich leider nicht. Vieh kann ich leider nicht anwählen. Schon ganz schöner Betrieb hier. So viele Wagen, die hier fahren. So, ist der jetzt schon... Ah, der kommt jetzt an, wie man hier sieht. Und jetzt gucken wir mal, ob der zweite Zug dann auch fährt. Schon ist der neue Zug unterwegs. Jetzt kommt er. Hier oben wird übrigens die Zugnummer des Zuges angezeigt, den du aktuell betrachtest. Schalte die Züge deiner Zuglinie einmal durch. Das ist praktisch, wenn du beispielsweise sehen willst, was die einzelnen Züge geladen haben. Und damit der ist schon sehr angeschlagen hier. Du weißt nun, wie du Weichen, Ausweichgleise, Parallelgleise, Gleisrichtungen und Weichenköpfe erstellen kannst. Damit kannst du bereits jedes noch so komplexe Gleissystem erstellen. Weitere Objekte wie Kreuzungen wirst du beim Bau von Gleisen selbst herausfinden. Okay. Wir machen noch ein Tutorial, Leute. Die Wartung von Zügen ist nämlich wichtig. Und dann schauen wir mal rein, wie da die Kampagnen momentan sind und was es überhaupt für Optionen gibt. Aber bisher bin ich sehr angetan vom Spiel. Es ist ein anderer Ansatz wie bei Transport Fever. Willkommen zu meiner Lektion über die Wartung von Lokomotiven. Aber trotzdem sehr ansprechend. Zunächst musst du wissen, dass alle Lokomotiven je nach Typ unterschiedliche Wartungsintervalle und Verbrauchswerte haben. Wähle mal die Zuglinie zwischen Sacramento und San Francisco aus. Okay. Muss ich noch was machen? Hallo? Was? Hier kannst du sehen, welchen Zustand die Lokomotive hat. Je niedriger der Zustand ist, desto häufiger hat der Zug eine Panne und bleibt unterwegs stehen. Lokomotiven werden automatisch an Bahnhöfen repariert, wenn diese über ein Wartungsdepot verfügen. Wähle dazu mal den Bahnhof in Sacramento an. Okay, also nur mit einem Wartungsdepot geht das? Hier kannst du Erweiterung Bauen auswählen. Mach das mal und schau dir an, was es alles gibt. Dann errichte das Wartungsdepot. Es gibt ein Wartungsdepot für 80.000. Es gibt eine Abfertigungshalle, es gibt ein Restaurant, eine Markthalle und ein Postamt. Das sind wahrscheinlich alles so Erweiterungen, wie zum Beispiel dann für die Passagiere oder halt für die Post gelten oder für den Warenverkehr. Sehr gut. Okay, wird automatisch auch gesetzt, das müssen wir gar nicht selbst hinsetzen. Wenn die Lokomotive auf etwa 60% gesunken ist, wird sie hier auf Vordermann gebracht. Und da der Bahnhof in Sacramento von deinen beiden Zuglinien verwendet wird, kommt das Wartungsdepot auch beiden Zuglinien zugute. Nun schließe den Bahnhof wieder und wähle noch einmal eine Zuglinie aus. Diese drei Balken zeigen die Füllstände von Wasser, Sand und Öl an. Fehlt ein Betriebsstoff, so wird die Lokomotive deutlich langsamer. Wasser wird immer pro Tag benötigt. Sand wird beim Bergauffahren benötigt, um die Reibung der Räder zu erhöhen. Öl wird zum Schmieren der beweglichen Teile benötigt und hängt vom gefahrenen Weg ab. Alle Betriebsstoffe kann eine Lokomotive an Versorgungstürmen aufnehmen, die entlang der Strecken errichtet werden müssen. Öffne dazu mal das Gebäudebaumenü und wähle den Versorgungsturm an. Es gibt den Bahnhof, den haben wir schon kennengelernt. Hier oben gibt es noch weitere Gruppen, Fabriken und Stadtgebäude. Versorgungsturm und Wartungsposten. Wartungsposten ist wahrscheinlich nochmal auf der Strecke ein Wartungsposten, wo man auf der Strecke reparieren kann. Versorgungsturm. Nun errichte jeweils einen Wasser, Sand und Öl aufnehmen. In der Nähe der markierten Positionen. Also so ein bisschen in die Mitte quasi setzen, wird das dann hier platziert. Habe ich das falsch platziert jetzt, weil ich das... Habe ich was falsch gemacht? Spiel?
ich habe was falsch gemacht. Okay. Drück mal X, nee. X passiert. Ja, hat er keinen Bock mehr jetzt. Hat die Schnauze voll, weil ich alles immer kaputt mache. Ich komme auch nicht mehr raus. Ich kann. Okay, dann machen wir nochmal kurz neu starten. Und werden das nochmal durchgehen. Also entweder habe ich das jetzt falsch platziert und er hat das nicht gecheckt. Oder das Tutorial ist buggy hier. Willkommen zu meiner Lektion über die Fahrtung von Lokomotiven. Ich kann nicht überspringen, Leute. Zunächst musst du wissen, dass alle Lokomotiven je nach Typ unterschiedliche Wartungsintervalle und Verbrauchswerte haben. Wähle mal die Zuglinie. Hier kannst du sehen, welchen Zustand die Lokomotive hat. Ich weiß doch jetzt. Je niedriger der Zustand ist, desto häufiger hat der Zug eine Panne und bleibt unterwegs stehen. Sehr schön. Lokomotiven werden automatisch an Bahnhöfen repariert, wenn diese über ein Wartungsdepot verfügen. Ihr könnt in der Zwischenzeit hier auf YouTube vorspulen, wähle dazu mal den Bahnhof, bis wir wieder am richtigen Punkt sind. So, Bahnhof wählen, jawohl. Hier kannst du Erweiterung bauen. So, schnell bauen. Mach das mal und schau dir an, was es alles gibt. Sehr gut. Wann immer der Zustandsbalken einer Lokomotive auf etwa 60% gesunken ist, wird sie hier auf Vordermann gebracht. Und da der Bahnhof in diese drei Balken zeigen die Füllstände von Wasser, Sand und Öl an. Fehlt ein Betriebsstoff, so alle Betriebsstoffe kann eine Lokomotive an Versorgungstürmen aufnehmen, die entlang der Strecken errichtet werden müssen. Öffne dazu mal das Gebäudebaumenü. So, jetzt gucken wir mal nochmal den Versorgungsturm an. Nun errichte jeweils einen Versorgungsturm in der Nähe der markierten Positionen. Da war auch so ein komischer weißer Fleck hier, ne? Aber Frage ist, muss es links oder rechts sein? Das ist wahrscheinlich egal. Ich jetzt einfach mal vermuten. Nun. Wähle eine freie Position neben einem Gleis. Ich muss das doch auf das Gleis packen. Ich kann das doch nicht neben das Gleis packen. Oder, wisst ihr, wie wir das... Oh Gott, ich glaube, ich weiß, wie man das machen müsste. Wir hätten das doch irgendwo hier platzieren müssen, weil wir dann so ein Ausweichgleis machen, bauen müssen. Kann ich das... Es ist furchtbar. Einmal noch, Leute. Wenn das jetzt nicht klappt, dann wechseln wir zur Kampagne. Ihr könnt wieder vorspulen, bis wir zu dem Punkt kommen. Oder ich schneide es einfach raus. Lektion über die Wartung von Lokomotiven. Ich bin mittlerweile Wartungsprofi. Alle Lokomotiven je nach Typ unterschiedliche Wartungsintervalle und Verbrauchswerte haben. Wähle mal die Zuglinie zwischen Sacramento und San Francisco aus. Jawohl. Hier kannst du sehen, welchen Zustand die Lokomotive hat. Je niedriger der Zustand ist, desto häufiger hat der Zug eine Panne und bleibt unterwegs stehen. Lokomotiven werden automatisch an Bahnhöfen repariert, wenn diese über ein Wartungsdepot verfügen. Wähle dazu mal den Bahnhof in Sacramento an. Hier kannst du Erweiterung schnell das Wartungsdepot bauen auswählen. Mach das mal und schau dir an, was es alles gibt. Jawohl. Dann errichte das Wartungsdepot. Sehr gut. Diese drei Balken zeigen die Füllstände von Wasser, Sand und So, jetzt Öl. Aber, Leute. Jetzt gilt's. Fehlt ein Betriebsstoff, so wird die Lokomotive deutlich langsam. Alle Betriebsstoffe kann eine Lokomotive an Versorgungstürmen aufnehmen, die entlang der Strecken errichtet werden müssen. Öffne dazu mal das Gebäudebaumenü und wähle den Versorgungsturm. Aber hier ist alles rot. Nun errichte jeweils einen Versorgungsturm in der Nähe der markierten hier Positionen. Ist also, ich dachte eigentlich hier irgendwo, ne? Und dann muss man Gleise rüberbringen. Spiel. Du kannst mich doch hier nicht dreimal das Gleiche machen lassen und dann jedes Mal abstürzen. Oder hier ist noch ein Pfeil. Habt ihr das gesehen? Da war noch ein Pfeil. Hier unten. Muss ich da oben? Ich muss da oben was machen? Ich muss zwei machen? Spiel. Jetzt muss ich... Ach Gott. Ihr habt wahrscheinlich die Hände über den Kopf schon zusammengeschlagen. Sehr gut. Beide Zuglinien können nun einen Versorgungsturm erreichen. Du kannst sie an beliebigen Positionen entlang deiner Strecken errichten. Doch sie sollten weit genug von Weichen und Bahnhöfen entfernt sein, damit ein langer Zug an ihnen halten kann, ohne Konflikte zu erzeugen. Okay. Es gibt noch ein Gebäude, das mit Wartung zu tun hat.
Der Wartungsposten. Wähle das Gebäude einmal an. Anders als das Wartungsdepot oder der Versorgungsturm ist der Wartungsposten aber kein notwendiges Gebäude. Es eignet sich aber dann, wenn sehr viele Züge auf engem Raum zusammenkommen, denn der Wartungsposten kann Pannen und damit lange Staus und Konflikte erheblich reduzieren. Allerdings entstehen dadurch auch tägliche Kosten. Er hat quasi so einen Einflussbereich, in welchem dann die Kosten für so Ausfälle reduziert werden. Damit wären wir schon am Ende dieser Lektion angekommen. Schau dich ruhig noch etwas um. Dann endet ja, das hat sich ja Tutorial. Richtig gelohnt jetzt hier, dass ich dafür nochmal dreimal gestartet habe. Optimieren von Zuglinien. Ich würde mal sagen, komm, wir machen noch ein Tutorial und dann geht's rüber. Mal gucken. Wir machen das jetzt im Schnellverfahren. Und dann geht's rüber Richtung Sandbox oder Kampagne. Hallo! In dieser Lektion geht es um das Optimieren von Zuglinien. Also, wie du die Einnahmen einer Zuglinie entsprechend ihrer Aufgaben optimieren kannst. Wähle dazu einmal einen Zug der Zuglinie von Sacramento nach San Francisco aus. Da diese Zuglinie zwischen zwei Städten operiert, transportiert sie Passagiere und Post. Diese beiden Güter zählen zu den Expressgütern, denn sie erfordern einen schnellen Transport. Folglich sind die Transporteinnahmen umso höher, je schneller der Transport erfolgt ist. Je schneller du beispielsweise einen Passagier transportierst, desto höher sind die Ticketeinnahmen. Okay, das ist wahrscheinlich das hier, ne? Ticketeinnahmen 10% mehr. Nun öffne einmal die Bilanzen der Zuglinie. Hier siehst du neben anderen Informationen, welche Einnahmen der ausgewählte Zug auf seiner letzten vollständigen Tour hatte. Wie du siehst, spielen auch die Einnahmen für Frachttransporte eine Rolle, denn in Sacramento wird Fleisch produziert. In San Francisco gibt es Tuch. Für den Transport von Fracht werden Festpreise bezahlt. Geschwindigkeit spielt hier also keine Rolle. Die Einnahmen für Frachttransporte, ja. Aber die werden dann nicht nach Geschwindigkeit bezahlt. Nur so Sachen wie Passagiere und Post. Nun betrachtet die Kosten. Wartung und Treibstoff werden vor allem durch die Länge einer Tour beeinflusst. Doch das Personal erzeugt tägliche Kosten. Schnelligkeit ist also auch gut. Außerdem kann eine Zuglinie auch mehr transportieren, wenn sie schneller ist. Nun ist es aber so, dass Fracht viel, viel schwerer ist als Expressgut und eine Lokomotive kann nicht gleichzeitig schnell und stark sein. Es gibt daher verschiedene Lokomotiven. Auf dieser Zuglinie wird beispielsweise eine Lokomotive für gemischte Nutzung eingesetzt. Das ist immer dann gut, wenn die Ladung höchstens zur Hälfte aus Fracht besteht. Bei einem höheren Frachtanteil wäre eine Frachtlokomotive besser, denn der Zug wird sonst selbst bei leichten Steigungen sehr langsam. Das wäre ja hier dann auch der Fall, weil hier 8200 Frachtanteil ist, im Gegensatz zu 1600 Passagiere und 700 Post. Wir wollen nun einmal testhalber zwischen den beiden Städten eine Lokomotive für Fracht und eine für Expressgüter einsetzen. Ah, okay, die teilen das komplett dann auf. Öffne dazu mal das Diagramm für Forschung und Entwicklung. Hier siehst du viele Technologien, die du im Laufe der Jahre freischalten kannst. Sie verbessern unzählige Aspekte deines Unternehmens. Darunter zählen höhere Ticketpreise, zufriedenere Passagiere und eben modernere Lokomotiven. Der nimmt kein Ende, Deine der Baum. Die aktuelle Lokomotive ist die Dunham. Bewege mal den Fokus auf sie und wirf einen Blick auf ihre Daten. Der nimmt echt kein Ende mehr. Was ist denn hier los? Laufe ich im Kreis? Ach du meine Güte, ist das ein riesen Oschi an Technologiebaum. Wow, das ist ja fantastisch. Uiuiuiui. Eieiei. So, dem Fokus auf sie wirf einen Blick auf die Daten bei der Dunham. Vergleiche einmal Geschwindigkeit, Leistung und Eignung der Dunham mit den beiden Loks rechts von der Dunham, der Derwent und der Firefly. Du siehst, dass die schnelle Firefly eine viel geringere Zugleistung hat als die kraftvolle Derwent. Das bedeutet, dass die Firefly schwere Lasten viel schlechter ziehen kann, bei leichten Lasten aber deutlich schneller ist. Nun schalte einmal diese beiden Lokomotiven frei, damit du sie in deiner Zuglinie einsetzen kannst. Okay, also hier habe ich eine Zugleistung von 20, hier eine von 28 und hier eine von 12.
Dafür ist die hier als Express gekennzeichnet und ist unglaublich schnell. Und die hier ist halt langsam, aber dafür wird die dann für Fracht eingesetzt. Also man muss aufpassen, welchen Zug oder welche Zugmaschine man dann entsprechend für welchen Transport einsetzt. Das heißt, man muss auch festlegen können, was dann letztendlich transportiert wird. So, wir schalten das mal frei mit Punkten anscheinend. Innovationspunkten 300. Hier auch nochmal. Sehr gut. Nun verlasse diesen Dialog wieder. Optimiere die Zuglinie nun für Expressgüter. Tausche dazu die Lokomotive gegen die Firefly aus und wähle als Beladung Express. Dann bezahle die Kosten für die neuen Lokomotiven und verlasse die Bearbeitung wieder. Okay, also hier Expresszug und dann noch hier nicht automatisch, sondern Express wählen. Genau. Beobachte nun deine Zuglinie und verwende auch den automatisch gleich drin? Möchtest. Sie nimmt nur noch Expressgüter auf und erreicht eine deutlich höhere Geschwindigkeit als vorher. Nach einer Weile wird sogar das Express-Symbol eingeblendet. Dies bedeutet, deine Zuglinie ist die schnellste ihrer Zeit und erhält nochmals höhere Ticketeinnahmen. Du musst natürlich keine Expresslinie anbieten. Alles funktioniert auch mit langsameren und gemischten Transporten. Aber mal angenommen, du hast gute Gründe für diese Optimierung. Dann fehlt natürlich der Transport von Fracht. Auf den gleichen Gleisen kannst du die Fracht nicht transportieren. Das würde den Expresszug ausbremsen. Daher sollst du die Gleise von Sacramento nach San Francisco nun erweitern. Das heißt, man muss dann aufpassen, dass dieser Expresszug dann den Frachtzug nicht überholen möchte, ne? Weil der steht dann hinten an. Erweitere dazu die beiden parallelen Gleise von Sacramento nach San Francisco um zwei weitere Gleise. Nochmal zwei. Dann errichte an jedem Bahnhof einen Gleiskopf, der jeweils alle vier Gleise miteinander verbindet. Du kannst den neuen Gleiskopf einfach über den bisherigen bauen. Achte aber darauf, dass der Vierergleiskopf viel länger ist. Vergiss die Fahrtrichtungen für die neuen Gleise nicht. Okay, also dann packen wir das mal hier rein. Dann kann ich dann nochmal ein... Achso, wir müssen zuerst bauen. Und jetzt nochmal neu. Und jetzt den weichen Kopf. Okay. Oh, das ist okay. Das ist schon echt sehr einfach, jetzt das Ganze zu bauen. Wahnsinn. So, wir gucken mal, dass wir das hier machen können noch. Ist ja ewig lange. Und die Fahrtrichtung müssen wir noch anpassen. Wir müssen die Fahrtrichtung noch anpassen. Also, das heißt hier rechts. Exzellent. Verkehr passt. Nun erstelle eine neue Zuglinie von Sacramento nach San Francisco. Damit diese die neuen Gleise verwendet, musst du Wegpunkte setzen. Wähle dazu nacheinander die folgenden vier Objekte an. Sacramento, das Gleis für den Hinweg, San Francisco, das Gleis für den Rückweg. Okay, wir müssen wahrscheinlich die neuen Gleise jetzt anwählen, oder? Sacramento, dann das Gleis für den Hinweg, das hier, San Francisco und das Gleis für den Rückweg. Sehr gut. Nun verwende als Lokomotive die Durant und stelle einen Zug ein. Wähle Fracht als Beladung, denn diese Zuglinie soll nur Fracht transportieren. Fracht, okay, dann Fracht. Das heißt, auf der rechten Seite ist jetzt unser Expresszug unterwegs für die Passagiere und dann daneben ist dann der unterwegs für die Fracht. Genau so wird das gemacht. Normalerweise nehmen Züge immer den kürzesten Weg, doch mittels Wegpunkten kannst du bestimmte Wege vorgeben. Das solltest du auch noch für deine Expresslinie nachholen, damit sich die beiden Linien nicht im Weg stehen. Ansonsten sind wir auch mit dieser Lektion durch. Wenn du also soweit bist, kannst du sie beenden. Das heißt, das können wir mal ganz kurz ausprobieren. Wenn wir die Zuglinien uns anschauen, und zwar hier die Expresszuglinie, dann müssen wir wahrscheinlich hier die Zuglinie bearbeiten. Und das heißt, ich muss jetzt irgendwie hier dieses Gleis noch mit reinbringen. Ah, sehr schön. Und Rückweg ist aber dann
Ja, nicht eigentlich das Gleis rechts, sondern das müsste das hier sein. Ah, perfekt. Okay, also kann man anklicken. Und jetzt sind die hier quasi parallel nebeneinander. Wunderbar. Gut, ich würde mal sagen, wir lassen das mal gut sein mit den Tutorials. Das ist alles sehr intuitiv. Ich bin mir sicher, für die Kampagne wird es noch nicht komplett reichen. Da gibt es bestimmt noch die ein oder anderen Kniffe. Ich würde aber gerne mal reinschauen, was es überhaupt für Optionen gibt im Spiel. Also, wir haben hier eine Kampagne, wir haben ein freies Spiel, wir haben Szenarien und wir haben Modellbau. Wir fangen mal von unten an. Modellbau heißt wahrscheinlich, dass man komplett bauen kann, wie man lustig ist. Dass man quasi ohne Kosten bauen kann, denke ich mal. Wir haben hier eine komplette Karte von Nordamerika. Wir haben hier die Westküste alleine. Wir haben die Mexiko, Rocky Mountains aufgeteilt. Great Plains, Ostkanada, Ostküste, Südstaaten. Europa ist auch mit dabei. Britische Inseln, Skandinavien, Frankreich, Italien, Deutscher Bund. Kaisertum Österreich, Westeuropa. Ja, was ist denn da los? Das ist ja fantastisch, dass man hier auch in Europa was machen kann. Heimatstadt kann man dann die einzelnen Regionen wechseln. Okay, und das Startjahr geht hoch bis 1910. Je höher wahrscheinlich, umso mehr sind die Städte dann auch schon ausgebaut. Wir gehen mal kurz rein. Der Ingenieur, das sind jetzt wieder die Charaktere, die quasi Eigenschaften haben, die man hier wählen kann. Ich will nur mal kurz reingucken, wie das aussieht. Ich denke mal, da kann man jetzt quasi nach Belieben alles aufbauen, ohne auf irgendwelche Kosten achten zu müssen. Ja, man hat hier unbegrenzt Geld quasi. Hier kannst du nach Herzenslust drauf losbauen. Unbegrenzt Bargeld, keine Pflichten und keine nervigen Konkurrenten. Genau, so ein richtig schöner, wahrscheinlich auch ein Schönbaumodus dann, wo du dich dann entsprechend schön frei austoben kannst. Sehr gut. Dann gibt es unterschiedliche Szenarien. 14 Stück an der Zahl. Das Rennen von Indianapolis. Sternlogistik. Ziehe eine Sternlogistik um eine Lagerhalle auf, um in allen Städten auf dieser kleinen Karte eine größtmögliche Einwohnerzahl zu erreichen. Okay, also könnt ihr euch natürlich jetzt auch vorstellen, wie das hier funktioniert. Es gibt eine Rangliste. Niemandem. Ich habe keine Freunde. Okay. Dann das Freispiel ist dann die reguläre Sandbox. Komm, wir gucken mal auf Westeuropa. Wir gucken mal in den Deutschen Bund hier. Schauen uns das mal an. Ah, dann Schwierigkeitsgrad einstellen. Fortgeschritten, Experte, normal. Wir gucken mal in meine Heimat, wie das alles hier austradiert wurde. Ob das auch richtig gebaut wurde hier. Gut, dass du da bist. Dein Unternehmen wurde gegründet und du hast nur einen Konkurrenten in dieser überschaubaren Region. Ich habe vollstes Vertrauen in deine Fähigkeiten und habe dir bereits ein paar Aufgaben notiert. So, wir gucken mal. Hier ist München. Hier oben wahrscheinlich die Donau. Nürnberg ist aber sehr hoch oben. Das sieht sehr abstrakt alles aus. Das ist bestimmt der Aber hier drüben. Der große Aber. Und irgendwo hier, wobei wahrscheinlich eher hier, aber nicht so nah an Nürnberg. Irgendwo hier in der Gegend, irgendwo im Wald, da bin ich aktuell. Und wenn er ganz genau hinsieht, dann sieht er mich auch winken. Sehr gut. Aber schön, dass man auch hier in Europa spielen kann. Sehr gut. Und erinnert auch gleich ein bisschen an Transport Fever, ne? Mit den ganzen Fabriken hier, mit den ganzen Produktionsschienen. Und du musst jetzt dafür sorgen, dass halt die ganzen Städte dann befüllt werden. Also es geht eigentlich genau in die gleiche Richtung. Sehr schön. Okay, und dann gucken wir uns noch an die Kampagne. Ich denke mal, die ist dann wieder etwas geführter. Wo du dann vielleicht wieder einzelne Level abschließen musst. Gut, dass du da bist. Habe ich jetzt Neustart gemacht? Ach so. So, neues Spiel, Kampagne, Kapitel 1 von 5, 2, dafür muss man erst die anderen Kapitel abschließen. Ah, und die spielen auch in den unterschiedlichsten Regionen jetzt hier. Nordosten, das ist alles fest. Gehen mal weiter.
Schwierigkeitsgrad wurde vom Spiel festgelegt, das heißt, man kann hier gar keine Änderung machen. Und hat dann wahrscheinlich auch wieder so Missionen, die man ausführen muss. Ich denke mal, dass man vielleicht gerade als Anfänger, der jetzt noch neu in Railway Empire 2 ist, dass man da vielleicht dann mit den... Das 19. Jahrhundert war ein goldenes Zeitalter der Technik. Vor allem für jene von uns, deren Herz mit dem stetigen Takt der Lokomotive schlägt. Mein Name ist Nagelmarkers. Ich werde annehmen, Sie haben bereits von mir gehört. Als ich jung war, hatte ich einen Traum. Ein Luxuszug über alle Grenzen hinweg. Von Paris bis nach St. Petersburg. Um meinen Traum zu verwirklichen, hatte ich Gäste geladen. In einer anderen Zeit waren Unternehmer wie Sie die Triebfeder des Fortschritts. Doch nun standen Sie mir im Weg. Nehmen wir zum Beispiel diesen Gentleman. Ich plante, die Branche zu revolutionieren, so wie es Pioniere wie er in den ersten Tagen der Eisenbahn vorgemacht hatten. Mit dem Ende der 1820er Jahre. Okay, jetzt wieder sehr leise. Ich werde mal, wenn ich daran denke, werde ich mal die Lautstärke ein bisschen herunterfahren. Deswegen nicht wundern, wenn alles gleich laut klingt, aber das war jetzt schon sehr laut gerade. Wir überspringen das mal kurz, dieses Intro, das könnt ihr euch ja selbst anschauen. Ah, da sind sie ja. Corning, mein Name. Erastus Corning. Erastus. Und Sie müssen der junge Eisenbahnexperte sein, der mir empfohlen wurde. Gut, dass ja, hier wir sind Experten, wir haben Leute vier Tutorials ja nichts gemacht von diesem neumodischen Schnickschnack. Aber ich denke, Investitionen in diese Eisenbahn sind gut angelegtes Geld. Deswegen habe ich mein Kapital auch in Ihr Unternehmen gesteckt. Ich bin okay, stolzer verrückt. Besitzer einer Firma für Eisenwaren, müssen Sie wissen. Je mehr Schienen Sie verlegen, desto reicher werde ich. Immerhin kaufen Sie Ihren Stahl von mir. Aber übernehmen Sie sich nicht, wenn Sie pleite gehen. Habe ich schließlich auch nichts davon. Aber warum fangen Sie nicht einfach mal an? Ich habe Ihnen eine Aufgabenliste zusammengestellt. Mein Unternehmenssitz befindet sich in Albany. Diese Stadt sollten Sie möglichst bald anschließen. Verzagen Sie mir aber bloß nicht an dem schwierigen Gelände auf dem Weg dorthin. Clevere Planung ist alles. Okay, also, wie ich schon vermutet habe, es gibt so eine kleine Aufgabenliste. Offenbar auch mit entsprechendem Zeitplan hier, Juni 1830. Bis dahin muss offenbar Boston mit 8 Ladungen Holz beliefert werden. Genauso hier unten mit 8 Ladungen Zucker. Transporttiere sorge in Boston für Einwohner. Okay. Das hier unten. Da ist Zucker. Da ist Boston. Hier oben ist Holz. Also, ne, wir spielen das jetzt nicht, aber ich würde mal sagen, einfach hier oben dann die entsprechenden Bahnhöfe bauen und dann die Verbindungen, die ersten einrichten, so wie wir es quasi gelernt haben. Und so kompliziert ist jetzt diese Lage aber auch nicht, oder? Oh. Flamingo Rail Inc. hat den schnellsten Zug, die Grasshopper, erreicht. Wahnsinnige 24 km/h. Ach, schön. Ach, das ja, sieht ja mal ganz gut aus. Ich mag ja so Kampagnen, die einen dann auch ein bisschen führen mit so Aufgaben. Und in der Sandbox kann man sich dann ja austoben, wie man lustig ist. Und kann dann bauen, wie man will. Aber hier hat man dann wahrscheinlich so eine kleine, schöne Führung. Und kann hier entsprechend dann diese einzelnen, sind ja im Grunde dann auch Szenarien, dann hier schön durchspielen. Na gut. Liebe Leute, wir kommen mal zum Schluss. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen von Railway Empire 2. Ich glaube, ich will noch nichts versprechen, aber ich glaube, dass wir das im Stream auch nochmal spielen werden. Aber da muss ich erst gucken, wie es zeitlich ist. Ansonsten ein sehr schönes Spiel. Wenn ich es direkt mal vergleiche mit Transport Fever, hat es einen etwas comichafteren Stil natürlich. Und die Bedienung ist jetzt so aufs erste Mal gesehen um einiges vereinfacht. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die Mechaniken an sich, wie jetzt quasi die Waren transportiert werden und so weiter, dass das alles auch ein bisschen vereinfachter ist wie bei Transport Fever. Das kann täuschen, wenn man vielleicht ein bisschen länger spielt noch, aber bisher sieht es auf alle Fälle so aus, dass es dann eher darum geht, die Strecken schön zu bauen und weniger jetzt darum, dass man jetzt hier die
die Waren zu gleichen Teilen entsprechend irgendwo anliefert oder sonst was. Jedenfalls so vermittelt aktuell das Spiel den Eindruck. Ich freue mich sehr darauf, hier noch ein bisschen Zeit damit zu verbringen, vielleicht dann auch zusammen mit euch im Stream. Ansonsten könnt ihr euch das Spiel gerne holen. Release ist am 25. Mai 2023. Und jetzt freue ich mich natürlich noch über einen Daumen nach oben, über Kommentare oder vielleicht ein Kanal-Abo. Und wünsche euch jetzt viel Spaß, wenn ihr denn spielt oder wenn ihr dann noch ein paar weitere Videos euch hier auf dem Kanal anguckt. In diesem Sinne macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Tollfuß.